Hallo und herzlich willkommen zu Secret of Mana Folge 4. Ich habe den Tipp gekriegt, ich bin hier gar nicht so falsch. Ich bin übrigens euer Mr. Lennon1974. Und ich sollte einfach mal in dieses Dorf gehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also der jetzt Mist geschrieben hat, ja, hier, wenn du jetzt Mist, ne? Du bist jetzt dann dismissed und so. Versteh's. So. Haben den nicht alle gequatscht? Das sind doch die schweigen. Das ist doch Blödsinn. Achso, Grüße an den guten Leikolaf, der wieder da ist. Das ist übrigens das Aufladen. Zeige ich euch mal. Also, Taste halten und boom. So, das müsste noch theoretisch hier irgendwo hin, oder? Obwohl, geht ja nicht, weil da geht's ja nicht weiter. Also doch ins Dorf. Mein Gott. Komm da nie an. Ja, wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich auch ein bisschen was dazu erzählen, hier zu Story und sonstiges und was da noch so alles drin ist. Weil ich glaube, dieser Titel verdient es, dass man ihn größer präsentiert. Okay, aber ist hier nicht das, wo wir herkamen? Oh, neuer Gegner. Das habe ich mir übrigens auch vorgenommen, das werde ich euch dann auch mal gagmäßig auch mal erzählen. Alter, was mach ich denn hier? Sag mal. Jetzt kriegst du halt mal hier so einen Power-Move ab. So. Und sie ist tot. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Bin ich hier wirklich richtig? So. Kriegt ja viel ab, ey. So. Das weiß ich gar nicht. Kann man die wiederbeleben, wenn die, wenn wir jetzt einen Gasthof erreichen? So, die Pflanze müsste ihr jetzt instant killen, beziehungsweise erstmal. Ich hau am Bogo-Büschel vorbei, Alter! Skill for the win, also meine Fresse. So. So, du kriegst jetzt auch nochmal einen mitten ins Fressbrett. Schon kaum helfen. Ja. Ich mach das toll. Ihr Leute da draußen nicht so spielen. Ich kann doch hier noch eigentlich noch richtig sein. Neue Gegner. Da. Ja, wo bist du? Ich krieg die schon. Alter. Das wird ja interessant, wenn ich mal wieder auf den Bossgegner treffe. Alter, ich treffe ja gar nichts. Lebt immer noch. Der Kocher. Super, jetzt wird's albern. Bin ich hier wirklich richtig? Das ist ja jetzt schon fast, als würde ich jetzt irgendwie die Leute hier umrunden. Ja, das fehlte mir gerade auch noch zu meinem Glück. Okay, der ist gut, der ist weg. Schnell weg. So, jetzt machen wir fertig. Und ich treffe natürlich nicht. Gucken, was haben wir denn in der Truhe?
Ja gut, Geld ist sicherlich jetzt nicht so verkehrt. Ja, das habe ich gesehen, dass sie erledigt ist. Nein! Was laufen denn hier für Feinde rum? So. So also ein super Pilz. Hau ab. Wie musst du denn abkriegen? Ja, natürlich! Alter! Ey, das gibt's doch nicht! Ich will hier weg. Nein, 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 ich hab keine Zeit für dich. Nein, nein. Boah, du Scheiße! Bin ich hier wirklich richtig? Ach du meine Güte. Ich bin so tot. Wo immer ich gerade rumlaufe. Wasserfall, bin ich da richtig? Irgendwie bin ich da sehr skeptisch. So, was steht denn da? Hexenwäldchen, Elfenteich, danke. Ich kämpf euch noch, aber jetzt nicht. Okay, Nein! Das ist ein Scherz, ne? Ja, tut sie. Geil. Geil. Gut, jetzt weiß ich zwar, wo ich lang muss. Aber jetzt weiß ich, was da gleich für tolle Kämpfe kommen. Mein Gott, ey. Daran habe ich gar keine Erinnerung mehr. Wie geil. Wie geil. Also. Ja. Yeah. Es ist Folge 4 und ich bin zum ersten Mal tot. Und dann in einem Game, was noch nicht mal als wirklich schwierig gilt. So. Klappt das super. Alter. Heißt das, ich muss erstmal unglaublich leveln, oder was? Erstmal weg. Erstmal one on one. So. Na komm. Das will ich aber trotzdem mal gucken. Wo ist denn jetzt? So. Verhalten. Genau, und ich will einfach. Achso, erstmal nehme ich die Truhe mit. Das ist sicher jetzt nicht so verkehrt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Zu ihrem Verhalten.
Ja gut, machen wir es so, dann spiele ich sie halt. Aber du darfst trotzdem angreifen. Ja gut, tut er auch. So. Du bist ja mein Faible für blonde Mädchen in Pink. Das sieht doch besser aus. Naja. Das kriegen wir hin. Schön. Machen wir sie schon mal auf Level 2. Weil Untätigkeit bringt ja nichts. So, wo war denn noch? Da war... ich mal auf. Ach, kann ich noch gar nicht. Level ist wahrscheinlich noch zu schlecht. Mit der Waffe. Aber das sieht schon mal besser aus. Gott. Machst du gut? Macht er besser als ich gerade. Oh. So. Ja. Pilzkopf ist erledigt. Okay, jetzt ist er erledigt. Lustige Anspielung, Pilzkopf, ne? Ha, ha. Finden Sie die entsprechende Musikgruppe. Richtig, die Stones. Schön. Noch einmal weg. Noch einmal weg. Und auch weg. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir erreichen schon mal das Dorf. Das ist in dieser Folge doch schon mal ein Erfolg. Ah, und sie levelt fleißig. Das finde ich gut. Das macht die Sache nämlich sinnvoller. Nichts mehr, ne? Genau. Boah, vielleicht kommen wir doch noch irgendwo zeitig an. Oh, ab ins Kreuz, das ist nicht wirklich fair, aber pff. Gut. So, ist er weg. Jetzt ist er aber weg. Boah, schön. Jetzt kann ich leveln, ne? Jetzt kann ich... Wenn ihr immer schön bewusstlos geklopft. Ja. Yes. Komm, mach ich den Püschel platt. Geil, was die aushalten, ne? Die kleinen Mini-Viecher. So, da ist das Mini-Dorf.
Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Willkommen in Mühldorf. Tach. Erstmal. Ja, das kannst du haben. Erstmal pennen, erstmal. Ah, seht ihr, auch schon drei Betten da für drei Charaktere. Vernünftig. Als würde man schon was wissen, was gleich passiert. So, jetzt gehen wir mal das Mühldorf durch. Mal gucken, was da ist. Ja. Ganz wichtig. So. Haben wir hier vielleicht ein paar sinnvolle Gegenstände? Niemand spielt mit mir! Vielleicht bist du auch einfach nur ein seltsames Kind. Soll's ja geben. So. Das ist die ganze Heilscheiße. Die brauche ich erstmal nicht. Nein. Ich hätte gern irgendwie Rüstung oder sonstiges erstmal. Mir fehlt noch eine Mark für das Ticket für Destinia. Hast du eine? Willst du eine Mark hier arbeiten? Hallo? Ja, das hatten wir schon. Blödes Kind. Das hab ich gehört. Zu Recht. Nördlich von hier leben Zwerge. Am Elfenteich. Finden Sie die Ironie. Mein Sohn Hagen hat mich schon lange nicht mehr besucht. Familiendrama oder was? Was haben wir hier Schönes? So, was gibt's denn bei euch Tolles? Kanoni, hast du eine meiner 23 Brüder kennengelernt? Ah, dann wissen wir also, wie viel Kanonen es gibt. Die Kanonis sind ja so süß. Da habe ich gleich alle geheiratet. Hä? Okay. Okay, ist ein sehr liberales Dorf scheinbar. Herzlich willkommen bei Super Nintendo zum Thema offene Beziehungen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir gespeichert. Und in der nächsten Folge gehen wir mal zum Elfenteich. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.